Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. No Man's Sky, unser Spiel, und wir sind hier am Blender glitchen. So, als erstes suchen wir uns mal hier die Mitte. Da wir hier 5 Gerade haben von den Bodenplatten, 5 in der Zahl, wie ihr hier sehen könnt. Und jetzt brauchen wir noch die Mitte. Und das wäre hier. Gut. Damit das mit der Mitte auch funktioniert, ist es natürlich klar, wir müssen hier uns ansetzen. Und das machen wir wie folgt. Moment, nicht da. Dann nehmen wir die mittlerste, nehmen wir raus. Wir nehmen uns eine Wand. Da das Ganze hier auf dem Kopf steht, sieht es natürlich so aus, dass wir die Bodenplatte oben drauf jetzt hier bauen. Genau so. Und nicht unten drunter, weil wenn ich jetzt von oben genommen hätte, dann wäre es andersrum gewesen. Aber das ist ja so okay. Und dann brauchen wir die Dekoration schon. Denn wir müssen uns die Bodenplatte einmal umdrehen. Und das machen wir ganz einfach. Also auf die Seite. Einmal so. Ja. Den Würfel. Dann nehmen wir einfach die Kugel. Setzen die daneben. So. Und gehen jetzt auf den... nee, doch nicht. Moment. Nee, die Kugel war nicht geschickt. So. Nehmen uns hier nicht den Zylinder, weil das so nicht anzubauen geht, sondern nehmen uns das Rohr. Einmal so. Dann auf den Zylinder. Den richten wir uns nach dort aus. Wie man sieht, er dreht sich. Und dann wechseln wir einfach wieder zur Pflasterung. Oder auch nicht. So. Gut, dann haben wir das soweit. Gehen jetzt in die Bodenplatten wieder. Oder zu den Bodenplatten. So. Jetzt haben wir hier mit 5 die Mitte. Theoretisch. So. Und da ich hier... Ja. Genau das meinte ich. Dann brauchen wir hier wieder die Fassade. Und ja, das ist richtig so. Bauen uns die dorthin. Also die Bodenplatte. Dann können wir das hier erstmal wieder wegnehmen. Und dann haben wir ausreichend genau die Mitte. Ja. Okay. Weiter geht's. Gut, dann fangen wir an mit der Fassade. Die stellen wir uns jetzt hier auch zweimal auf. So. Und nehmen uns wieder eine Bodenplatte. Ups. Ja, das wird ganz schön eng hier. Okay. Dann muss hier eben halt was weg. Kein Problem. Hauptsache ich falle jetzt hier nicht. Nein. Gut. Nein. Die Bodenplatte. Die müssen wir uns jetzt wieder drehen.
Da, die ist so in Ordnung. Ja. Und die andere, die müssen wir uns drehen. Genau. Also wieder den Zylinder. Nein, so nicht. Jawohl. Und jetzt drehen meine ich in dem Falle, das war oben und unten tauschen. Und das machen wir dann so. Mal die Bodenplatte wieder. Genau. So. Dann nehmen wir das hier auch wieder weg. Zurück. Zwar mal die schmale Wand noch dran. So. So. Ja. Ich bin zu dicht dran. Moment. Einmal die Position wechseln. Gut. Moment, kann ich das da auch noch? Nee, die passt gerade nicht. Okay. Ah, die kann ich ja direkt aufbauen. Noch besser. Gut. Okay. Dann brauchen wir ja, ich habe alles dabei, das ist sehr schön. Und dann bauen wir uns das hier so auf. Naja, das war's nicht. Der Pflanzbübel jetzt hier hin. Hm. Gut, nicht so schlimm, kein Problem. Dann bauen wir uns einen Zugang, damit wir auch die Pflanze da wieder rauskriegen. Ja, die Pflanze steht, genau. So, gut, das funktioniert. Ja, warum dieses Mal alle? Ganz einfach, weil wir jeden Kontakt davon benötigen. Und das in dem Falle machen wir das. Oh, das ist mir im Weg da hinten. Das ist doch nicht richtig. Lieber so, dass wir es auch sehen.
Ja, beim letzten Mal sagte ich noch, ich nehme das Tor außer Betrieb das nächste Mal. Leider nicht dran gehalten. Gut. Jawohl. Dann können wir die Pflanzkübel wieder entfernen. Am schnellsten kriegen wir das hin, indem wir einfach die Kuppel entfernen. Und die Kuppel neu hinstellen. Ups. So. Genau, jetzt müssen wir nämlich hier anfangen. Und dann jeden freien Platz, den wir erwischen, wieder belegen. Na komm. Aha. Moment, fehlt mir was? Nein. Inzwischen will ich mal die Position verändern, dass wir da auch wirklich hinkommen. Okay. Dann haben wir das jetzt auch. Wieder alle Kontakte miteinander verbinden. Haben wir alle? Ja, das sieht gut aus. Okay. Das ist schön. Ah, nee, melden nicht, sondern wir wollen ja die Kuppel wegnehmen. Das ist sehr schön. Ja. Das Ganze machen wir jetzt. Oh. Dann verbinden wir jetzt hier die ganzen Kabel, die Spitzen, immer genau gegenüber. Und wenn wir mit dem Kabel, besser sieht, wenn wir mit dem Kabel genau durch die Mitte der Bodenplatte gehen, dort, dann sind wir auf jeden Fall richtig. Da brauchen wir gar nicht lange gucken. Und dann geht's weiter. Gut aus. Genau so wollte ich das haben. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da auch an den Kontakt rankommen, den wir haben wollen. Na, will sich nicht drehen. Das ist aber frech. Naja. Dann erstmal weiter. Und dasselbe machen wir hier auch. Ihr müsst dazu diese Basis natürlich nicht bauen. Also ihr könnt das natürlich auch frei woanders benutzen. Überhaupt kein Problem. Gut, dann haben wir jetzt alle. Ja. Die Puppe weg. Ich meine, das sieht ja so schon recht schick aus. Also, ja. Dekorativ ist das auf jeden Fall schon mal. Gut. Ja, jetzt aber zwei irgendwas und eine Bodenplatte. Hm. Ja, wir wollen natürlich keinen perfekten Kreis bauen. Also irgendwie schon, aber nicht so.
wie ihr den von mir kennt oder schon mal irgendwo anders gesehen habt. Die Bodenplatte kann weg. Ja, mal kurz zwischendurch speichern. Hier habe ich irgendwie einen Speicherpunkt vergessen, aber na gut. Das Schiff ist ja genauso gut. So. Ja, das ist schon ziemlich beeindruckend, glaube ich. So, eine Taschenlampe. Und Baummenü. So. Ja, jetzt könnte man natürlich noch weiter Unfug treiben, aber das ist nicht das, was ich möchte. Also wir könnten jetzt natürlich auch noch diese Verbindungen machen. Aber das machen wir nicht. So. Dann wollen wir doch nochmal schauen, dass wir an den Kontakt rankommen. Und das sieht ganz gut aus. Ja. Aber nicht gut genug. Denn den brauchen wir nämlich nicht. Gut, dann muss die Verbindung hier weg. So. Gut, dann haben wir das soweit. Und dann wollen wir doch mal schauen, ob ich das auch so richtig gemacht habe. Ja, das sieht doch sehr gut aus. Der Pfeil, die Spitze, zeigt nach rechts. Und das sollte bei der anderen nach links sein. Genau so ist das richtig. Dann nehme ich mir nochmal ein Kabel, lege das hier auf den Boden, nochmal einen weiter. Und damit der Kontakt nicht belegt ist, also wir ihn auch benutzen können, das Verbindungskabel hier auch noch einmal entfernen. Und schon haben wir es. Gut, dann müssen wir jetzt allerdings noch wechseln. Und zwar halt, da bin ich falsch. Und gehen jetzt auf die Start-Zielvorrichtung. Dann fangen wir mal an. Ich meine, da fehlt mindestens noch einer. Na dann, auf geht's. Wenn wir den schon hatten, dann nehmen wir den halt wieder weg. Halt. Ah, ne, Material ist da. Okay, den hatten wir schon. Ja. Dann nehmen wir den. Den hatten wir auch schon. Und einer fehlt uns. Was? Oh. Oh. Weggenommen, den wir noch brauchen. Ah, schade. Ah ja, doch. Alles klar, passt. So, welcher fehlt noch? Der gerade ist da. Dann könnte es der sein. Jo. Perfekt, super. Ja. Genau, alle da. Sehr schön. Und dann machen wir das hier auch noch.
Ja, doch, Material ist da. Ja, da ich im normalen Modus bin, muss ich immer wieder mal schauen, dass ich auch wirklich das Material noch habe. Ja. Ne? Was ist da los? Komm. Jetzt, Ionenakku fehlt. Okay. Ionenakku, was brauchten wir denn dafür? Kobalt und Ferritstaub. Kobalt ist uns ausgegangen. Das ist jetzt ganz übel. Hier haben wir auch nichts mehr. Gut. Ionisiertes Kobalt. Das sieht doch gut aus. Das wird zu Kobalt. Ja. Ja, dann würde ich sagen, damit es nicht zu lange dauert, mal eben 500 erstmal und laufen lassen. Ja, das ist eine Idee, das mache ich. Ja, wir machen es so, noch besser. Ah ja. Was haben wir? Ionenakku fehlt uns immer noch. Ja. Hauptsache es reicht. Das Material. Ja, was? Oh. Das ist ungeschickt. Den müssen wir wegnehmen. Ach, hier. Oder haben wir schon alle? Ich mach den mal. Ah. Ja, das sieht gut aus. Das haben wir. Sind auch alle da. Einmal durchschauen hier. Ja. Alle sind sie da. Sehr schön. Gut. Ja, im Anschluss werde ich hier noch mal ein bisschen aufräumen. Material, was irgendwo gelandet ist, einfach wieder entfernen. Also beim nächsten Mal, wenn es ein wenig anders aussieht, wie zum Beispiel, dass ein Pflanzbehälter da hinten drauf steht. Und das nicht mehr so ist, habe ich das also schon korrigiert. Hm? Moment. Hier habe ich nicht aufgepasst. Da auch? Nein. So.
Das gehört dahin. Genau. Und ich hoffe, es gefällt euch. Wir sind noch nicht ganz fertig. So. Und haben wir jetzt alles? Ja. Das sieht. Nein. Hier ist noch einer, der fehlt. Und jo. Den braucht man nämlich da auch noch. Das sieht jetzt aber komisch aus. Was ist denn da passiert? Was? Ah, wie ist denn das passiert? Interessant. Gut. Dann nehmen wir den halt weg. Und dahin. Ja. Okay, wie wir hier einen Weg reinkriegen und wie es weitergeht, zeige ich euch in der nächsten Folge. Und ja, also mir gefällt es sehr gut. Ich hoffe euch auch. Schauen wir uns das Ganze hier nochmal an. Ja, da ist ordentlich Bewegung drin. Optisch auf jeden Fall ein Hingucker. Ja. Sehr schön, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Nicht dran verzweifeln, es geht, kein Problem, kriegt ihr hin. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.